Und so, das war die erste Stufe zum Schirk. Und das war noch kleiner Schirk. Das war noch der kleine Schirk. Das heißt, was haben diese Menschen gemacht? Diese Menschen in erster Linie haben sich dann an diese Toten gewandt. Meistens, indem sie zu den Götzen gegangen sind, zu diesen steinernen Figuren, die ja für die Toten standen. Und haben dann zu den Toten gesprochen, haben zu ihnen gesagt, leg doch bitte ein gutes Wort für mich bei Allah ein. Sag Allah, er soll mir das geben. Bitte Allah um das und jenes für mich. Bitte Allah darum, mir zu verzeihen. Bitte Allah, mir Kinder zu schenken, mir Rizq zukommen zu lassen. Denn du hast einen hohen Rang bei Allah. Und das war die erste Stufe zum Schirk, zum großen Schirk. Obwohl das selbst, diese Tat selbst, noch kein Schirk ist. Also kein großer Schirk, das ist kleiner Schirk. Das heißt, wenn ein Mensch sich an den Toten wendet, ist natürlich eine gewaltige Bid'ah und ist der kleine Schirk, Schirk und Asghar. Aber macht einen Menschen noch nicht zum Kafir. Macht einen Menschen noch nicht zum Mushrik, Schirk und Akbar. Das heißt, und ihr wisst auch, ja, das ist auch ganz wesentlich, ja, es gibt ja kleinen Schirk und großen Schirk. Und wir werden das auch noch inshallah erklären. Inshallah werden wir in folgenden Lektionen erklären, was der Unterschied zwischen dem großen Schirk und dem kleinen Schirk ist. Und dass nur der große Schirk den Menschen ewig in die Hölle wirft. Das heißt, ein Mensch, der stirbt im Zustand des großen Schirk, das heißt, indem er großen Schirk begann, dieser Mensch kommt niemals aus der Hölle. Der Kafir und der Muschrik bleiben ewig in der Hölle. Aber nur wenn ihr Kufr und ihr Schirk, der große Schirk und der große Kufr waren. Aber hier nochmals, also als sich diese Menschen an die Toten gewandt haben, haben sie sich in erster Linie in Form einer Bid'ah, in Form eines kleinen Schirk an diese Toten gewandt. Und haben zu ihnen gesprochen, haben zu ihnen gesagt, legt ein gutes Wort für uns bei Allah ein. Und das ist Shafara. Sie haben die Shafara von ihnen verlangt. Sie haben von ihnen verlangt, ein gutes Wort für sie bei Allah einzulegen. Denn sie haben ja den hohen Rang bei Allah. Und das hat Allah subhanahu wa ta'ala strengstens verboten, aber es ist noch kein großer Schirk. Der nächste Schritt war dann der große Schirk. Was war der nächste Schritt? Der nächste Schritt bestand darin, dass die Menschen sich gesagt haben, in der folgenden Generation oder in folgenden Generationen, sie haben sich gesagt, wenn wir wollen, dass diese Menschen, diese Toten, die ja für uns ein gutes Wort bei Allah einlegen, diese rechtschaffenen Menschen, die schon verstorben sind und die bei Allah sind und zu denen wir immer sprechen und zu deren steinernen Figuren wir gehen und die wir dann darum bitten, für bei Allah ein gutes Wort für uns einzulegen, diese Menschen, diese Toten, die müssen wir uns gewogen machen. Wir müssen uns diese Menschen gewogen machen. Wir müssen sie auf unsere Seite bringen. Wir müssen ihre Liebe, ihre Zuneigung gewinnen. Und da haben sich die Menschen gesagt, gut, wie kannst du jetzt die Liebe und die Zuneigung dieses Toten gewinnen? Wie kannst du ihn dir gewogen machen? Wie kannst du ihn dazu bringen, ein gutes Wort für dich bei Allah einzulegen? So ist Satan mit ihnen schrittweise vorgegangen. Satan hat ihnen gesagt, ihr müsst sie anbeten. Wenn ihr wollt, dass diese Leute für euch ein gutes Wort einlegen, dann müsst ihr auch was tun für sie. Ihr müsst euch vor ihnen erniedrigen. Ihr müsst sie anbeten. Und das ist auch ganz wichtig. Die Anbetung, die Ibadah, ist die Erniedrigung. Ibadah heißt Erniedrigung. Azullu lillahi azza wa jal. Ibadatullah, hi azullu lillahi azza wa jal. Das heißt, Und diese Erniedrigung darfst du nur vor Allah subhanahu wa ta'ala entgegenbringen. Und wenn sich ein Mensch vor einem anderen Wesen als Allah erniedrigt, dann hat er dieses andere Wesen angebetet und ist in den Schirk verfallen. Aber Satan hat den Menschen gesagt, frühen Nationen, er hat ihnen gesagt, ihr müsst diese Menschen euch gewogen machen, diese Toten, damit sie weiterhin gute Worte für euch bei Allah einlegen. Also was müsst ihr tun für sie? Ihr könnt ihnen zum Beispiel Opfer bringen. Ihr könnt für sie was schlachten. Ihr könnt euch vor ihnen niederwerfen. Ihr könnt also Sajda, Sujud vor ihnen vornehmen. Und so werden diese Leute euch lieben und sie werden eher geneigt sein, für euch gute Worte bei Allah einzulegen. Und das war dann der Schirk. Und das war auch der Schirk der Mekkaner. Als der Prophet Muhammad a.s. zu ihnen entsandt wurde, zu den Mekkanern, waren sie alle fest davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt.
dass es nur einen Schöpfer gibt, dass es nur einen gibt, der die Geschicke des Universums lenkt, dass es nur einen gibt, der es regnen lässt, der die Menschen versorgt mit dem, was sie brauchen. Davon waren sie fest überzeugt. Sie haben nicht gedacht, dass jene Steine, die sie anbeten, oder jene Tote, für die ja diese Steine stehen, dass jene Tote irgendwas ausrichten können. Sie haben nicht gedacht, dass diese Toten was erledigen können für sie. Sie haben gedacht, diese Toten können nur eines, ein gutes Wort bei uns, für uns bei Allah einlegen. Das war alles. Und deswegen haben sie sich ja auch entschuldigt. Genauso haben sie sich entschuldigt in dieser Aya. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Also das ist Az-Zumar, die 29. Sura ist das, die dritte Aya. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Und jene, die an Allahs Stadt, die sich an Allahs Stadt auch andere Awliya genommen haben, in diesem Fall, also die auch andere angebetet haben als Allah subhanahu wa ta'ala. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Az-Zumar, ja, also Sura 39, Aya Nummer 3. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Wir dienen ihnen nur, wir beten sie nur an, auf dass sie uns Allah näher bringen. Also, sie haben gemeint, wir beten diese Leute nicht direkt an, oder wir beten sie schon an, aber nicht um ihretwillen. Uns geht es nicht um diese Toten. Uns geht es um Allah subhanahu wa ta'ala. Wir dienen diesen Leuten nur, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Sie wollten also nur, dass Allah subhanahu wa ta'ala dass diese Toten, die sie da anbeten, dass sie auf diese Art und Weise Allah näher kommen. Khair inshallah. Und einige Beweise dafür aus dem Koran, das ist ja wichtig, dieser Punkt nämlich, dass die Menschen waren fest davon überzeugt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott ist. Und deswegen, wenn wir heute sagen, La ilaha illallah, bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah, wenn das wirklich die Überzeugung von die Übersetzung von La ilaha illallah wäre, dann wären alle Mushrikun von Mekka Muslime gewesen. Und dann ist Satan auch ein Muslim. Weil er glaubt das auch. Oder glaubst du, dass Satan etwa der Überzeugung ist, dass es mehr als einen Gott gibt? Das ist ja gar nicht möglich. Er hat ja mit Allah kommuniziert. Und er hat unter den Engeln geweilt. Er hat das Paradies gesehen. Er hat die Hölle gesehen. Und er hat lange Jahre oder vielleicht viele Jahrhunderte, Allahu A'lam, hat er nur Allah subhanahu wa ta'ala gedient. Und er weiß, dass es nur einen Gott gibt. Und nur einen Schöpfer. Und das ist im Koran auch immer wieder erwähnt. Um einige dieser Ayat vorzubringen, zum Beispiel heißt es in Surat al-Ankabut, Aya 61, Ankabut 61, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat und wer Sonne und Mond untertan gemacht hat, dann werden sie sagen, Allah. Dann werden sie gewiss sagen, Allah. Du siehst also, davon waren sie überzeugt. Und wenn du sie fragst, Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier den Propheten an und sagt, und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschuf, und wer Sonne und Mond untertan gemacht hat, dann werden sie gewiss sagen, Allah. Schau, also Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt, wenn du sie fragst, also dein Volk, wenn du die Mekkaner fragst, wer die Schöpfung hervorgebracht hat, Sonne und Mond untertan gemacht hat, dann werden sie gewiss sagen, Allah. Das war für sie eine selbstverständliche Sache. In einer anderen Aya, auch in Surat al-Ankabut, Aya 63, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا.